Ey, Paul. Paul? Was denn? Paul. Paul. Nee, ich kann jetzt gerade nicht. Paul. Paul. Mann, was denn? Nichts? Paul? Paul. Ja, Paul, du regelst es überhaupt nicht. Ich kann jetzt nicht. Ja, was machst du denn? Ich muss noch den Arztbrief hier fertig machen. Oh. Warte. Ja, also irgendwie, Paul, mir ist irgendwie richtig langweilig. Hast du Lust auf einen Kaffee? Kaffee? Nice. Ja. Ja. So einen richtig schönen Latte Macchiato. Latte Macchiato? Ja. Haben wir jetzt? Ja, haben wir. Möchtest du einen haben? Ja. Ja? Ja, warte mal, wir haben jetzt im Schrank eine neue Kaffeemaschine. Wollen wir mal reingucken? Warte mal, wir gucken mal rein. Oh, das ist aber komisch. Da ist ja gar keine Kaffeemaschine drin, Paul. Warte, wir gucken noch mal rein. Dreh dich noch mal um. Nee, nach vorne gucken. So, und jetzt guck noch mal rein. Oh, ist ja immer noch keine Kaffeemaschine drin. Ist wirklich komisch. Immer wenn du guckst, ist die Kaffeemaschine weg. Aber warte, guck mal hier rein. Ach nee, nur der Formulant, der Angst vor Blut hat. Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. Boah, ey. Oh, nee, oder? Was ist denn los? Das gibt's doch nicht. Da kommst du einmal ins Arztzimmer, ja, und willst in aller Ruhe Arztbriefe schreiben. Und was passiert? Ja, was passiert denn? Was Man hat los? Keine Lust. Ja, also, wenn ich keine Lust habe, dann schlafe ich eigentlich immer, ja. Ja, was soll ich machen? Ich habe die ganze letzte Woche durchgeschlafen. Ich bin hellwach. Das ist, seitdem wir den neuen Piotler haben, ne? Ja. Kann das sein? Ja. Hm, ja. Aber ja, ja. Wo ist eigentlich der Piotler? Ja. Okay, Leute, also, ich habe jetzt alle Patienten aufgenommen. Der diabetische Fuß in der 2 ist versorgt. Die Anästhesisten warten auf dich. Und, ja, aber ganz ehrlich, die Lumbalpunktion habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Es tut mir leid. Wie bitte? Nicht geschafft? Was hast du eigentlich den ganzen Vormittag lang gemacht?